Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Factorio mit dem Zwerg. Hallöchen! So. Kennt mal gerade, wie hier die lila Flaschen laufen. Die stauen sich komplett und es sind immer noch 54 drin. Ja, letzte Folge gab es ein kleines Problemchen mit meinem Audio. Das haben nur ein oder anderen gehört. Ich lasse es mein einfach Audio. So. Audio? Mich hat man nicht gehört. Sowas Blödes. Passiert mir in letzter Zeit häufig, deswegen muss ich da mal wieder umstellen. Schwierig. So. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich erstmal versorgt werde von meinen ganzen Dröhnchens. Wie viele sind da mittlerweile am Start? 600. Warum sind denn so viele draufgegangen? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch doppelt so viele gehabt. Ich hatte eine Idee, als ich offscreen war. Und zwar war die Idee, dass ich die blaue Flaschenproduktion nochmal umbaue. Okay. Und zwar einfach nur aus dem Grund, dass ich festgestellt habe im Singleplayer, wir haben es geschafft, 12 rote Schaltkreise Fabriken zu betreiben mit 4 grünen Schaltkreisen. Okay. Quasi dadurch, dass wir ein super effizientes Modell gewählt haben. Da hing natürlich dann die blauen nicht dran, wie jetzt bei uns. Ja gut, was aber ja jetzt erstmal nicht schlimm ist. Auch alles ungefähr so dran wie hier. Ich bin so froh, wenn die Roboter-Transportmenge erhöht ist. Das ist ja über eine Grütze mit dem Zeug. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie umbauen kann. Ja. Ich mache das folgendermaßen. Hier habe ich den Platz dafür. Hier wird das umgebaut. Ja, und ich baue, wie gesagt, hier Schienen. Ich baue aber nur die grüne Schaltkreisproduktion um. Den Rest lasse ich, glaube ich, so. So, was brauche ich denn eigentlich jetzt noch? Wofür brauche ich jetzt zum Beispiel noch die, ne, ich brauche gar keine von den Dingern mehr. Die kann ich hier komplett abgeben. Die roten auch umbauen. So. Okay, jetzt kommt erstmal die ganzen Artefakte, kommen jetzt gerade los. Also, hoffentlich. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn die, wenn die Drohnentransportmenge erhöht wurde. Was dann passiert, wie viele verfügbare wir dann haben. Weil die ist ja gleich fertig. Ich glaube, wir müssen nicht mehr verfügbare haben, aber die werden pro Roboter mehr transportieren. Ja, schon, aber was dann natürlich weniger Roboter wieder bindet. In einen Flugvorgang. Ja gut, aber wenn du eine Anforderungskiste hast, die 200 anfordert und die nie voll wird, dann wird die auch jetzt nicht voll werden. Dann werden gleich viele fliegen, du wirst noch mehr Materialien drin haben. Ja. Ja gut, wir werden sehen. Ich glaube, wir kriegen jetzt dann so um die 400-500 freie Roboter von 250. Ich beobachte gerade mit großem Interesse deine 10 Schwefelfabriken. Gut, ne? Also es arbeiten nur 2, das ist der Punkt. Und was fehlt den Jungs? Schwefel. Echt? Was? Denen fehlt Schwefel? Ja, also du hast hier 3 Anforderungskisten, die auslagern. Ja, warte mal, ich forsche mal in der Zwischenzeit, was wir die Geschwindigkeit. Ein Roboter, der einlädt. Da stimmt die Mathematik, glaube ich, nicht. Okay. Ich kann es mir gerade noch nicht ganz vorstellen. Ich weiß gerade nicht, wo du genau steckst. Haben wir denn so. Brauchen wir denn so viel Schwefelsäure? Schwefel brauchst du ohne Ende. Nee, Schwefelsäure. Also gefühlt habe ich da nur eine vorne im Singleplayer. Ich muss gerade ehrlich gesagt gucken. Ist aber auch egal. Also was steht, das steht. So, pass auf, jetzt machen wir hier unsere Schienenproduktion auf. Und ich baue die blauen Flaschen doch nicht um, das ist mir zu stressig. Weil das Problem, also ich könnte jetzt hier unten quasi eine optimale Produktion für grüne Schaltkreise aufziehen und die nach hier oben führen. Dann hätten wir wahrscheinlich deutlich mehr davon. Aber dann wird es eventuell zu Kupferkabelengpässen bei den roten Schaltkreisen kommen und dann müsste ich die wieder irgendwo produzieren. Da ist. Okay, das ist nicht, das ist nicht wert. Da müsste ich das auch komplett umbauen. Das ist alles so krass zugebaut. Haben wir eigentlich hier schon die ganze linke Seite abreißen dafür. Wir haben keine Eisenstangen, oder? Im Netzwerk. Wo werden die denn hingetragen? Werden hier auch nochmal gesplittet, okay. Okay. So, pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Die Eisenstange baue ich jetzt einfach hier oben auch auf. Das ist interessant. So, und wir machen jetzt hier passive Anbieterkisten her. Da brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug vorher. Na gut, ich lasse es einfach so. Das ist, glaube ich, nicht wert. Ich habe mir gerade überlegt, was ich alles umbauen müsste. Ich müsste das hier komplett wegnehmen oder das komplett und das. Nee. Okay, und die Dinger. Das ist es nicht wert. Sollten. Außerdem läuft es ja. Never stop a running system. Ja.
passive Anbieterkiste überall rein. Soll ich schon mal Schienen legen? Was hältst du davon? Schienen legen? Ja, das kannst du immer gerne machen, wenn du magst. Ja, mag ich. Magst du? So, also kein Problem mit. Stahlträger brauchen wir hier. Wo werden denn die ganzen Steine hingebracht? Das ist eine Frage, die ich gerade habe. Zu mir jetzt unter anderem auch. Wir haben keine normalen Steine mehr. Das ist ganz schön schlecht, weil wir so unfassbar viele Backsteine produzieren. Oh, dann müssen wir so unfassbar viele Mauern produzieren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil ich brauche normale Steine hier oben auch. Beschränk mal gerade Mauern. Mhm. Und beschränkt. Eisenstange. Das wird sich so schnell nicht aufheben. Das Problem ist, dass wir hier drei Anforderungskisten haben, die ganze Zeit Steine holen. Dann stelle ich mich jetzt einfach hier in den Turm, die. Normale Steine. Schön. Also normale Steine kommen aber schon ins. Warte mal, wie viel haben wir davon? Im Netzwerk? Wahrscheinlich einen immer oder zwei. Wir haben nie normale Steine im Netzwerk. Naja, es liegt daran, dass wir hier drei Anforderungskisten haben, die immer direkt ausräumen und dann Backsteine verbauen. Okay, warte, dann löse ich das Problem jetzt einfach, indem ich mal gucke. Na, da oben. Ach, das ist wieder eine Lagerkiste, deswegen ist da so viel Scheiße drin, okay. So, pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Das sind auch Lagerkisten. Und zwar, der Gönner hat jetzt schon super festgestellt, scheiße, wir haben keine normalen Steine mehr. Also nicht mehr Backsteine, sondern ganz normale Steine fehlen uns ohne Ende. Und deswegen löse ich das Problem jetzt einfach, indem ich hier unten eine komplette Fabrikation nur für normale Steine aufbaue. Acker, eine Mine. Oder nicht? Bitte? Eine Mine einfach nur, also Minen. Ja, mehrere Minen und die laufen halt dann über mehrere Förderbänder in Kisten und so weiter, die wir dann anfordern können. Aber so viele Steine brauchen wir eigentlich gar nicht. Also wir brauchen auch gar nicht so viele Mauern und Backsteine. Wir könnten hier eigentlich ein bisschen dezimieren. Das sagst du jetzt, aber du willst eigentlich, wolltest du sagen, wir brauchen unglaublich, unfassbar viele Minen. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich hätte gerne 30 Minen nur für Stein. Ja. Und immer 20.000 im Logistiknetzwerk, bitte. Ja, genau. So dann ist das richtig. Und dann hätte ich gerne zwei Anforderungskisten, wo 500 Roboter Steine von der einen in die andere legen und andersherum. Ja, genau. Siehst du? Ja, da ist ja nämlich eine Anforderungskiste, die lagert in der Anbieterkiste. Mhm. Und dann haben wir oben noch eine Anforderungskiste, die auch in der Anbieterkiste landet und dann fliegen die ganze Zeit nur hin und her. Das wäre schön. Ja, das ist doch herzallerliebst, würde ich sagen, oder? So. Le Zug. Was? Das ist die. Achso, ja. Ja, jetzt, ich hab's akustisch nicht verstanden. So. Wie nennt man nochmal der, die das? Das nochmal für. Ich bin gerade irgendwie. Stehe ich auf dem Schlauch. Der, die das? Wieso, weshalb? Nicht Personalpronomen, sondern. Personalpronomen sind ja eher sie, es. Ich mich jetzt nicht gerade im Kopf und Kragen rede hier. Prädikate sind. Warte mal. Nein! Nicht du anfangen nicht damit. Drauf, ne? Du kommst auch nicht drauf. Nee, gerade nicht. Oh, ist das peinlich. Wir lassen das einfach. Wir versuchen es gar nicht erst. Löscht bitte die letzten 2 Minuten aus eurem Gedächtnis. Komplett. Ohne nicht Unterlass. Passiert. Wo willst du den Bahnhof hinbauen? Ein Bahnhof kommt hinten bei unserem, da wo ich jetzt ungefähr stehe. Du wolltest ja irgendwo so einen Hauptbahnhof haben. Hier, ne? Der kommt, genau. Stehen. Der kommt ungefähr da, wo du jetzt stehst. Das ist so eine riesen Freifläche. Da wollte ich den hinbauen. Ja. Butchi. So, und ich baue jetzt hier nochmal kurz einen hin. So, und jetzt, ich habe, glaube ich, noch irgendwo Milliarden Türme angefordert. Ja, genau. So, bitte. So, und jetzt bauen wir das Ding hier hin. Und jetzt haben die Dinger Strom und das läuft alles und wir sind alle happy. Denn wir können jetzt hier unten nämlich, ich kriege wahrscheinlich endlich meine angeforderten Minen aus dem Netzwerk, weil ich glaube, es waren nämlich noch ganz schön viele ganz normale Förderminen im Netzwerk drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Ich habe auch noch 2. Leg die mal bitte in irgendeine Kiste, dann werden die nämlich von mir angefordert. Jo. Ich sehe es aber auch ehrlich gesagt gerade nicht. Ach Quatsch, das war Blödsinn. Nee, wir haben gar keine mehr. Jetzt sind sie drin. Wir produzieren die ja auch nicht, die Miner. Ja gut, brauchst du ja auch eigentlich nicht, ne? Ja. Was sollten eigentlich... Also da reicht es eigentlich, wenn du 20 Fabriken dafür hast. Ja, ja. So, ich baue jetzt mal ein paar. Die sollten dann hoffentlich alle funktionieren. Das wird spannend. So. Hier unser schöner Wendekreis. Was, Wendekreis? Ja. Was machst du? Wendekreis. Baust du schon den Zug oder was? Ach, du baust schon den Zug.
Also ja, man kann es auch ohne Wendekreis machen mit zwei Lokomotiven. Ja, aber das ist aber ja, das ist dann doch schöner. So, und ich mache hier unten die Steinproduktion soweit fertig. So. So, warum kann ich keine mehr bauen? Keine Steine mehr. Steine kommen gleich. Bin gleich soweit. Bin da gekämpft. Was ist denn da? Hm? Kann es sein, dass da die ganze Zeit Roboter sterben? Wo da, wo das gerade... Da wurde auf jeden Fall einer beschädigt. Weil die da so drüber fliegen und dann... Ich guck mir jetzt mal an, was da sind, überhaupt... Da stehen zwei Aliens irgendwo. Das oh, zieh ich mir jetzt mal rein. Geschwindigkeit ist erhöht worden. Ja, da, die kommen mit Schaden an hier oben. Was wollen wir als nächstes machen? Das sind zwei Würmer. Nur Würmer. Die beschießen unsere Roboter. Ich kann mir vorstellen, dass hier voll viele schon gestorben sind deswegen. Ach du Schande. So, gerade hier. Mal eben platt gemacht. Ja, das waren so zwei Würmer, die da eingegraben waren. Diese Schweinswürmer. Oh, Scheiß. So. So. So, ich meine, ich hätte schon zwei Bahnhöfe gebaut. So, dann ist hier die Haltestelle. Ach, ich habe ja immer noch keine Steine, genau. Steine sind, wie gesagt, gleich so weit. Ja, ich hole mir die hier an der Quelle kurz. Oh, nicht mehr so viele. Und jetzt brauchen wir hier einen schnellen Teiler. Habe ich noch einen Teiler? Ach, du produzierst ja sogar Schienen. Ja, ich produziere schon Schienen, du brauchst sie nur anfordern. Ist gut zu wissen. Hast du das nicht gewusst? Ich habe es doch vorhin gesagt. Nee, ich hab die per Hand gebaut jetzt. Sehr gut. Haben wir Verbrennungsmotoren im Netzwerk? Ich glaube nicht, ne? Verbrennungsmotoren doch, klar. Netzwerk? Verbrennungsmotor? Ja. Alle beide müssten im Netzwerk sein. Gerade nicht? Ne, dann sind gerade keine drin. Aber ich habe da auf jeden Fall was hingelegt. Okay. So, pass auf, jetzt machen wir hier, müssen wir hier nochmal ein bisschen was anderes machen. Warum kann ich denn eigentlich nie Kisten bauen? Was ist denn da schon wieder für ein Scheiß los? Da brauche ich eine intelligente Kiste und die braucht eine Stahlkiste und wir haben keine Stahlplatten im Netzwerk, kann das sein? Doch, doch, doch. Nope. Keine drin. Alle leer. Also ich habe 1,4 Eisenplatten drin. Stahlträger meinst du? Ja, ja, Stahlträger. Das kann sein, dass die immer direkt leer sind, ja. Die sind komplett alle. Weil ich könnte nämlich jetzt hier unten, das könnte ich schon alle so machen. Hier, wir produzieren auch gerade Stein ohne Ende, aber ich mir fehlt gerade Stahlträger. Ich kann keine Kisten mehr hier unten setzen. No! Mother of no! Oh, da ist was kaputt gegangen. Ah, du hast hier schon angefangen, den Haltepunkt zu setzen. Okay, sehr geil. Gut. Gut, 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 gut. Geht nicht gut, was ich hier mache. Oh, da kommt ein Stahlträger an. Einer hat es durchgeschafft. Nice. Aber wir kriegen keine mehr nach. Wo ist das? Also wir müssen auf jeden Fall... Glückwunsch zum Stahlträger. Ja, der Erste ist immer der Besondere. Hilft mir aber trotzdem nichts. Ich kann eine Kiste gerade mal bauen. Also wir... Begeistert hier vorne. Das wird super. So, okay. Komme ich da überhaupt hin? Komme ich im Leben nicht hin. Okay, aber ich habe noch schnelle Knickarme. Wunderbar. So, jetzt kommen Steine ins Logistiknetzwerk. Die werden auch komplett geholt, so wie sie sind.
Sobald hier unten Stahl ankommt, da könntest du vielleicht nochmal gucken, ob du da vielleicht an der Stahlproduktion ein bisschen schrauben könntest. Ja, ich meine, die hätte ich so gebaut, dass ich die erweitern kann. Das wäre super geil, weil wir brauchen dringend Stahl. Wir haben gar nichts mehr und für alles, was wir jetzt brauchen, benötigen wir dummerweise noch mehr Stahl. Ja, das klingt echt nicht cool. Das ist echt zu wenig. Und alles, was dieser Knickarmroboter hier reinräumt, wird sofort rausgeholt. Also ist auch sofort im Holen. So, ich habe jetzt hier eine Zugstrecke gebaut. Mhm. Ich komme mal hoch in der Zwischenzeit, wo ich auf das Ding warte. Okay, das funktioniert hier alles. Der Bahnhof, brauchen wir noch. Oh, das funktioniert das hier nicht. Das ist falsch, ja. Auch gerade. Jetzt auch. Glaube ich. Ja. So, und jetzt brauche ich nur noch einen Zug. Dann baue ich den... Also, Brauche ich Verbrennungsmotoren für. Ja, ich hätte sie einstecken, ich brauche nur Stahlplatten für. Stahlträger für. Ja, die kannst du gar nicht herstellen. Diesellokomotiven, klar. Aber Verbrennungsmotoren. Ja, aber die habe ich eingesammelt. Ah, okay. Dann gib mir die doch einfach. Ich habe alles. Hast du Träger? Ja, ich habe alles. Warte, ich leg sie mal hier rein. Ich habe alles, ich kann alles besorgen. Warte, wo sind sie? Da. Schnell, nimm sie! Hab sie schon. Nur einen Güterwaggon kann ich mir jetzt nicht leisten, aber wer braucht die schon? 20, ja gut, Stahlträger. Wir müssten vielleicht, warte mal, ich park mal schnell den einen Panzer um. Der steht ein bisschen abschussgefährdet. Weil die Züge... Ja, vor Panzern nehmen die Züge keinen Halt. Ja, die Züge sind sowieso... Wow! Ich hab gerade krassen Ruckler. Jetzt geht's wieder. Warst auch gerade kurz vom Disconnecten. Ja, die Züge allgemein sind ein bisschen bösartig. So. Dieser Gönner. Ja. So, und so schnell sind nämlich Züge. Und Züge sind echt mega. Ich muss auch gleich mal noch eine Runde mitfahren. Halte mal bei dir. Ja, schau mal, du kommst gut rein. Ich weiß nicht, ob du mit einsteigen kannst, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, ich muss aussteigen. Und? So, das Gefährliche an den Zügen ist, wenn die über dich drüber fahren, ist vorbei. Ich glaube nicht, dass du das demonstrieren möchtest. Nee, nicht mit meiner Rüstung. Der hat mich auch, also so ein Zug hat mich auch schon mal in meinem Auto platt gemacht. Ja. Da kennen die nix. Tschu! Züge sind, sind wohl das Geilste, was es wirklich hier gibt. Also kannst du halt super schnell unglaublich viel, also viele Ressourcen von A nach B transportieren. Das geht wahnsinnig schnell. Ich habe bloß ein bisschen Befürchtung gerade, lieber Gönner, dass die Haltestelle, die du da gebaut hast, zu kurz ist. Also mehr als einen Waggon wirst du nicht befüllen können. Ja, von der Breite her kannst du freilich mehr befüllen. Ja, du kannst bis zu 10 Waggons befüllen, aber das wirst du nicht schaffen mit diesem Feld. Ja, gut, das ist wieder was anderes, ja klar. Also ich habe schon doppelt so großes Feld versucht, 2 Waggons zu befüllen, das macht gar keinen Sinn. Also die kriegen die auch in der Zeit, der Haltezeit nicht voll. Die kannst du natürlich einstellen, wie du willst, die Haltezeit. Ja. Aber so standardmäßig 30-30, das kriegst du nicht voll, keine Chance. Ein Waggon reicht eigentlich immer locker aus. So, und jetzt... Wir hatten mit unserem ersten Zug, hatten wir, glaube ich, 3 Waggons oder so. Mhm. Da hat unsere Eisenmine müde gelächelt und hat gesagt, fick dich, du Arsch. Dann haben wir beide, dann haben wir 2 Waggons wieder abgerissen und dann lief's. So, die zweite Kiste ist jetzt am Befüllen und wird sofort leer gemacht. Kannst du mir noch irgendwo Stahlträger kurz reinlegen? In die vielleicht hier? Jo. Okay, wunderbar, danke dir. Jetzt kann ich wieder eine Kiste bauen. Ich kann auch einfach eine platzieren. Was hältst du davon? Warte, ja. Kann ich jetzt noch einen... Ja, kann ich bauen, wunderbar. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn wir sind am Ende. Schon wieder, verdammt nochmal. Wieder. Okay, ja, mittlerweile, wie gesagt, Stein läuft. Kriegen wir raus, das Zeug. Das ist alles jetzt kein Problem mehr. Die Drohnen kommen. Das ist auch ganz gut, dass wir da mal eine ordentliche Produktion am Start haben. Ja, die, meine, die wird ja auch sowieso zur Backsteinproduktion hergenommen zum Teil. Ja, eigentlich alles. Ja, und zur Schienenproduktion. Und zur Schienenproduktion, ja. Da kommt auch noch was anderes muss man aus Stein, glaube ich, sowieso nicht machen. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht. Also wir kriegen auf jeden Fall jetzt wieder wahnsinnig viele Backsteine rein. Schienen haben wir auch schon 126 Grade und 25 Kurven im Netzwerk. Ja. Und als nächstes gucken wir uns mal die Stahlträgerproduktion an, denn da hapert es ja gerade wirklich ganz massiv.
Da müssen wir nochmal reingucken. Das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen, habe ich so das Gefühl. Vorsicht! Wow! Oh, ich sehe nur auf der Minimap, wie du auf die Schienen läufst und denk mir so, nein! Nein, kann ich bremsen! Ja, vor allem, wenn du die Dinger mit Signalen automatisierst, dann wird das ja richtig heftig, ne? Dann kannst du ja mit gar nichts mehr rechnen, weil die kommen ja wie die Seuche. Ja. Wir müssen dann sowieso noch einen Verteiler bauen und so weiter. Das ist jetzt alles noch ein bisschen provisorisch, glaube ich. Weil da kommen ja dann, sollen ja nach Möglichkeit in dem Schienennetz, wo der Gönner jetzt gerade hier schon die quasi Eisenproduktion anbringt, soll ja sozusagen dann noch ein zweiter Zug in diesem Netz umherfahren. Ja, der das dann sollte kein Problem sein. Vielleicht beispielsweise Kupfer ranschafft oder noch ein zweites großes Eisenfeld eventuell noch hier anschließt. Das werden wir sehen, das wird alles ganz cool werden. Und ja, in der nächsten Folge dann. Oder in der übernächsten. Jo, macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.